Lou und zurück bei unserem Templer, bei unserem Inquisitor mit seinem Zepter und unserem Grust. Grust mag uns nicht, ne? Also wenn uns jemand nicht mag, dann Grust. Ja, ich hab echt wahnsinnig Bock mal wieder auf eine entspannte Runde. Ihr wisst, das ist, was ich gerne hab. Entspannte Runde hier im düsteren Bereich. Wir gehen zurück in die Katakomben und Tautologie. Achtung, wenn man Lust hat auf eine entspannte Runde, was macht man dann? Macht eine entspannte Runde. Kleine Tautologie am Rande. So, wir sind hier in der Krypta, ne? Da haben wir einen Teleporter freigeschaltet, richtig? Sagt bitte ja, richtig. Ja, richtig. Ja, ja. Vollkommen richtig. So, wir hatten draußen noch. Nee, da hat man nur Treppen, ne? Da war nichts mehr. Okay, wir gehen hier runter. Ups. Oh oh. Magisches Leuchten. So still, wenn es immer so still ist. Ah, oh, ist das schön. Also schön. Also ich mag das so gern. Ich mag es wirklich sehr gern, sexuell. Wisst ihr, jetzt lache ich noch. Wie lange wird mir das Lachen vergehen? Bei den Flammenpriestern hier. Ich sehe gar nichts. Flammenpriester. Wir könnten hier entlang. Ne, wir gehen mal nach oben. Weit verzweigt. Ein aschfehlender Freibeuter. Das sind Piraten hier. Ehemalige. Oh, da oben. Da oben gibt's allerhand Bücher und verrückte Dinge. Und vor allem viele Flammenpriester. Aber Flammenpriester gegen Flammen? Mäh? Oh, sie lassen sich mit unseren Flammen ganz gut wegkauen. Obwohl Flammenpriester gegen Flammen, ne? Ich würde so aus meinem Gefühl raus sagen, eigentlich müssten wir auf Kälte gehen, ne? Aber nur so aus dem Gefühl raus. Aber ich mag gerade nicht umstellen, wisst ihr? Mag einfach gar. So, ich will aber das Buch hier oder die Steinmonographie. Fear gnaws at the entrails of the faithful and the faithless alike. Fear of the unknown, fear of the future. An empire requires leadership that can assuage those fears through example, through wisdom, through strength. An emperor lights the way through the darkened caverns of uncertainty. Ich hab zur Zeit so ein bisschen ein Faible für das Ganze, für die düsteren, für die dunklen Dinge wie Inquisitor, das hier. Ja, wir müssten mal wieder eine Runde, aber man kann halt nicht alles spielen. Sekt. Ah, komme ich jetzt drauf? Jetzt komme ich nicht drauf. Verdammt, ihr wisst, ne, das ist so ein Souls-like ähnliches. Ein bisschen leichter. Ah, komme ich drauf? Nicht da. Ach, hier ist wieder eine Aszendenzprüfung. Na gut. Die nehmen wir mit.
Aber da kann es uns böse ergehen. Auf alle Fälle nicht das Spiel, sondern The Darkest Dungeon habe ich wieder angefangen. Eine neue Runde, und zwar mit einer Mod, die sich Pitch... Oh, da muss ich ein bisschen Übersicht. Die sich Pitch Black Dungeon nennt. Und ich kann schon kaum mit dem, geschweige denn... Oh, ah! Das war ja Blödsinn. Oh, und schon mal hin. Das kann uns natürlich kaputt machen. Das kann uns richtig kaputt machen. Oha. Ein bisschen mit Verstand, ne? Was macht der Scheide hier, denkt ihr? Wir legen ihn mal um. Und wie soll man... Wir gehen mal ein Stück mit denen mit. Achso. Da müssen wir geradeaus weiter. Da kommt schon wieder der Nächste. Ich würde gern speichern. Geht es? Nicht wirklich, ne? So, hier geht's nicht durch. Wir müssen tatsächlich hier rennen. Ja, klar. Nein, bleib doch da. Ja, es ist ein bisschen schwierig zu steuern. Das Ganze. Jetzt wird's ganz interessant. Jetzt wird's ganz verrückt. Da drüben ist ein Schalter, den wir wahrscheinlich wieder umlegen müssen. Ah! Ja, aber was ich immer nicht verstehe. Man bekommt aber keine Belohnung, oder was? Das haben wir schon das letzte Mal. Wir sind zwar durchgekommen, aber so richtig... Ach, besteht alle Aszendenzprüfungen. Ah, okay. Erst dann bekommst du eine Belohnung. Ja, keine Ahnung. Aber okay. Schön, dass sie uns wieder an den Ausgangspunkt schicken, ne? So, wo gehen wir ein bisschen hin? Rauf jetzt? Aber es geht eigentlich mit unseren... Es geht eigentlich mit unserem Flammenschlag, ne? Auch gegen die Flammenwürmer hier. Deswegen kommen wir ja noch ein bisschen... Ja. Ansonsten gehen wir halt auf Kälte, wenn wir ein Problem haben hier. Solange es halt noch geht, machen wir das, ne? Achso, wir können auch hier runter.
Das ist was Größeres hier. Naja, das heißt größer. Geschnitzt. Voll der Luftschlag hier. Wieso triffst du den nicht? Hier drüben war noch welche. Eigentlich haben wir genug Portalrollen, aber wir nehmen sie mit. Ich wollte aber eigentlich... wir können hier runter, ist in Ordnung. Denn hier geht's nicht weiter. Das ist schon in Ordnung. Dann können wir hier entlang. Was haben wir mitgenommen? Ich weiß es nicht. Gamma kann nicht hochgestuft werden, da du die Voraussetzung nicht erfüllst. Was braucht man für Voraussetzungen? Wo steht denn das? Ach, Stufe 29, okay. Ja, dann geh doch mal auf Stufe 29. Was machst du noch in Stufe... Wo sieht man eigentlich, wie viel ist das für eine Stufe? Das wissen wir wieder nicht, ne? Na gut, also so lang dauert es dann auch nicht mehr, meine Freunde der Nacht. So, bewacht von 3 Gruppen Monstern. Also los geht's. Wo ist die dritte Gruppe? Warte mal, eine Veränderung. Eine Veränderungssphäre. Also ich werde hundertprozentig hier einiges liegen lassen, was ich eigentlich bräuchte. Also der brauchte euch keine Hoffnung zu machen. Dass ich da irgendwie nach System und Plan vorgehe. Da gibt's keinen Plan. Ich geh hier nur einfach durch. Sinnfrei. So, dann hier oben. Trifft mir schlecht, ne? Schummeln. Schade. Viele Luftschläge. Ja? Keine Chance. Haha! Ah, jetzt. So, da oben geht's raus. Wohin eigentlich? Ach, in die Ebene 2, okay. Da wissen wir schon Bescheid. Also, oben links. Dann schauen wir auf unsere Karte. Ja, wir waren halt noch nicht im unteren Bereich. Ich möchte es trotzdem erforschen. Ne, das war der falsche Test. Ich will trotzdem erforschen, weil ich bin ja nicht so der große Held hier. Und deswegen nehme ich mit, was ich kriege, wisst ihr? Der ist auch noch irgendwas. Oh, die kannst du einfach... Achso, wir können eigentlich wieder... Wir brauchen keine Übersicht mehr, ne? Können wir uns das Ganze ein bisschen von... So hier, ne? So ist schön.
Moment, was haben wir denn hier? Flüchtige, verschüttete Nische. Ha. Wieso ist hier eine Nische? Und wieso verschüttet? Und was macht die mit uns? Mit dem Nebel? Ist der Nebel Gift für uns? Werden wir hier elendig sterben? Hätten wir hier nie reingesollt? Bin's sein? Wie schwer sind die, der Relikt crawlen? Wahl. Eisenzepter, Identifikationsrolle und weiter geht's. Das sind ja Nebel hier. Rote Nebel. Wow. Wir müssen hin. Verwesende Leichen. Danke. Identifikationsrollen nehme ich mit. Das ist die bekannte Frostwache. Kennt doch jeder. Ja, Darkest Dungeon macht echt Laune, aber normalerweise müsste man ja, wie so jedes Spiel, das müsste man eigentlich halt, weil ansonsten, man weiß halt nicht, was man genau macht. Man vergisst es halt. Wenn man da eine Woche nicht spielt, dann vergisst man das Ganze wieder. Was man machen wollte, wie man was machen wollte, was gut ist und was schlecht ist, da muss man kontinuierlich dabei bleiben. Ich mache halt den großen Fehler, dass ich halt so durcheinander spiele. Dass ich halt bei nichts bleibe so richtig. So dass ich, was weiß ich, so nur zum Beispiel Starfield spiele. Aber es geht irgendwie nicht. Kann ich leider nicht. Manchmal, da brauche ich einfach so was hier. So ein einfaches, so ein ganz entspanntes Ding. So ein ganz, ganz entspanntes Ding. Oh, jetzt wird es interessant. Schokoladenrober? Nee, Schokolade. Entschuldigung. Aziri ist meine Liebe und mein Leben. Ich schenke eins, auf das ich das andere auf ewig habe. Tja. Bräuchten wir hier noch was? So, sieht man von hier nicht. Krumm. Na, warte mal, wenn man irgendeinen Zepter. Hier, das nehmen wir mal mit. Ja, du Beast of Burden. Ja, gut. Wenn du das Beast of Burden bist, dann nehmen wir lieber. Achso, Entschuldigung. Ach, weil es verderbt ist. Das verderbt stattdessen. Ich habe gedacht, das ist alles gut. Ein Eisenzepter? Ja, aber wir haben was viel Besseres. Nee, haben wir nicht. Also haben wir schon, aber von der Schlagkraft her, vom physischen Schaden, ist es besser. Kritischer Treffer ist auch immer interessant. Ist aber nur 7%. Hier ist es 8%. Angriffe pro Sekunde ist dasselbe. Reichweite auch.
Aber der hat tatsächlich, der Angelegte hat 20% Elementarschaden. Nee, ist alles besser. Nee. Nee, kann man verkaufen. Was haben wir denn hier für ein Blödsinn? Aber das hier, oh, es ist verderbt. Kann man Verderbtes nicht entderben? Ich sag's jetzt nur mal so. Boah. Wir nehmen es natürlich mal mit. Ob wir es jemals einsetzen, die Verderbtheit, halte ich für ein Gerücht. Grüßt! Hallo! Make it fast. Er freut sich immer. Ich glaube, ich habe alles. Schau lieber nochmal. Achso, ich brauche doch nicht hier zu schauen. Ich muss immer hier schauen. Okay. So. Return if you must. Sag doch, dass der sich immer sehr freut über uns. Ja, aber ach, das ist grün und rot? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Eigentlich ist das doch grün, oder? Ja, nicht. Ready. Nicht, dass unser Portal wieder weg ist. Also ich weiß nicht, ob das damals irgendwie merkwürdig war. Ich habe keine Ahnung. Sexy wie es ist. Also, ich weiß, dass es am Anfang so war, dass das Portal plötzlich weg war. Das weiß ich noch. Aber mehr weiß ich nicht. So, das war das pochende Herz. Auch dies hätten wir. Ich hoffe, dass in der Krypta 2 dann wieder ein Speicherpunkt ist. Das wäre super. So, wir gehen jetzt hier oben rum. Hier rauf, ne? Nicht, dass wir die Bauernscherbe bräuchten, aber ich nehme sie mit. Gehen wir rauf oder runter? Ja, wir gehen rauf. Also wir gehen erstmal kurz runter. Warte mal, wir schmeißen ihm hier bis hin. Und dann gehen wir rauf. Brauchen wir nicht. So, oh, da kommt was Größeres. Naja, das sieht. Das halt Größe heißt. Ne? Gut, ich denke, hier oben sieht es gut aus. Da braucht man nicht hin. Wir gehen den Weg hier runter. Schauen, ob da noch irgendjemand ist. Oder ob wir sie alle geröstet haben. Nee. Hier runter. Also hier ist noch alle heim. Warte mal, ich hau hin. Das wird mir zu gefährlich. Nur mal so als Gag. Naja. Nee. Nö.
Nur nicht die Truhe verpassen. Merke, alle Truhen aufmachen. Oh, das sieht nett aus. Altarraum oder sowas, ne? Ich habe beinahe die Truhe verpasst. Ich weiß, dass hier was Besonderes drin hätte sein können. 100 Pro hätte da was drin sein können. Warte, halt, jetzt muss ich mal schauen. Nee, wir sind zu weit. Wir gehen rauf zur Ebene 2. Wo die jetzt so ganz genau war? Yeah! Nee, hier nicht. Die muss ja hier unten irgendwie sein, denn, oder? Ja, genau gegenüber, ist ja klar, ne? Genau Kreuz gegenüber vom, wo wir herkommen. Ne? Also, dass man durch einen ganzen Dungeon laufen muss. Ist ja logisch, ne? Alles andere macht ja wenig Sinn. So, ich hoffe, wir haben einen Teleporter. Ich hoffe drauf. Noch sehe ich keinen. Seht ihr einen Teleporter? Mäh. Hier muss man Zeit mitbringen. Oh man, ihr habt doch keine Zeit. Hier ist kein Teleporter. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so groß. Doch. Da ist ja die Krypta gar nicht so groß. Weiß ja manchmal. Ach! Dich haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Sie haben na gut, auf der anderen Seite, wir könnten ja dann auch einfach quer durchlaufen. Nochmal, wisst ihr? Naja, es ginge auch, aber es ist halt alles, wie es ist. Es hat ihn dahin gerafft. Ne, da oben ist gar nichts. Also, es ist gar nichts. Ja, Portalrolle. Ich weiß gar nicht, ob man die Portalrolle noch für was anderes braucht. Man kann ja allerhand hier umtransmogifizieren, ne? Hier drüben noch irgendwas gesehen? Nee. So, hier geht's weiter. Okay. Portalroller. Du sollst stehen bleiben! Bleib stehen! Wolltet ihr einfach nicht stehen bleiben, ne? Drüben haben wir eine Truhe vergessen.
Wir sollten nochmal zurück. Gut. Schleifstein. Amen. Warte. Dann so. Dann ebenso. Hier oben brauchen wir nicht hin, ne? Nee. Wieder mitgenommen. Ach, die hier nehme ich immer, bei den Urnen nehme ich immer den Mist mit, den ich gerne brauche. Jetzt verstehe ich's. Wenn ich so durchklicke, wisst ihr? Zack, habe ich's eingesteckt. Ich liebe halt das Geräusch, wenn man die so zerschlägt. Hier gibt. Den hauen wir weg. Hier ist noch einer. Ah, der Tor Ulgoso. Der war schon alt. Da drüben ist noch einer. So, ich hau mal hin, damit ich hier immer das Kriegsschwert mit. Ansonsten sieht es eher mau aus. Wir könnten runterwärts. Ja, Runde ist egal. Ja, ja, ich bin schon hier. So, dann geht's hier. Das geht gar nicht mehr. Schon mal hin. Kann draufklicken, wie ich will. Geht nix. Aber, ich meine, das interessiert uns eher nicht, ne? So. Hier drüben, da ist was Interessantes. Ihr könnt durchaus Zauberstab. Einfacher Handschuh nehme ich mal mit. Tja, ansonsten eigentlich nichts, ne? Wo waren wir denn noch nicht? Warte mal, wie gesagt. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir noch das. Achso, hätten wir oben auch machen können wahrscheinlich, ne? Dann nehmen wir noch das bisschen hier mit. Ach nee, halt. Hier geht's doch nicht weiter. Weil, ach, das geht hier drüben weiter. Na, ist trotzdem noch ein Stück, ne? Ist halt die Frage. Naja, gut, das. Jetzt sind wir einmal da. Dann nehmen wir es einmal mit. Vielleicht ist es ja ein Aszendenzraum, ne? Der dann noch auf uns lauert. Er streift durch die Gegend ohne Sinn.
ohne Verstand. Erweckt die Toten zum Leben. Er muss aufgehalten werden. Ach nee, in die Mitte geht's gar nicht rein. Schaut an. Ja, den? Na komm. Könnt ihr in einer der Ohren eine Identifikationsrolle drin sein? Hätte sein können. Ach komm. Tut wieder so, als ob ihr euch alles kennt. So, dann haben wir das. So schön, wenn es so mittendrin steht. In den Monsterscharen und sich durchkämpft, unser Inquisitor. Gut. So. Wo geht's in die Ebene? 8 oder was? Ach nee, hier. Ein Altar. Geöffnete Hand hat es sich im Frieden gezeigt, doch wird sie niedergemetzelt durch die Sklaven des Krieges. Wir könnten die Hand zu Jena bringen. Das sollten wir auch. Denn hier wüsste ich jetzt nicht, was wir noch machen sollten. Dann machen wir gleich ein Portal auf, ne? Weil hier ist ja eh keins und gehen zurück. So, was können wir denn noch identifizieren? Ist das gut? Oh, Moment. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Aber grün und rot. Verdammt, jetzt hätten wir unseren Dings gebraucht, ne? Aber das werden wir trotzdem mal machen. Der werden wir schauen, vielleicht kaufen wir sogar einen bei. Ich glaube, Jena hat solche im Angebot. Ja, dann können wir es ja jetzt gleich mal sehen, ob die Portalrolle bleibt oder nicht. Also, wir haben nichts mehr, ne? An Farbdingern. Nee. Hier haben wir vielleicht noch was. Verändere die Farben. Moment, doch, wir haben noch einen. Schauen wir mal. Das waren die hier, ne? So, was hätten wir hier? Rot und Grün. Was ist denn in dem Grün, in der grünen Fassung? Unterstützt zusätzliche Treffergenauigkeit. Nee. Ja, und was ist der rote? Ach, der Frosthammer. Hm. Und wenn wir den Frosthammer hierhin einsetzen. Und das sind hier. Was hätten wir denn? Für blaue Dinge anzubieten? Frostbombe? Und können wir hier nicht, was weiß ich, achso, die blöde Minenexplosion. Yeah. Yeah. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich glaube, die tun sich gegenseitig
Und dann vielleicht noch, ja, Frostbombe, vulkanische Bombe, reinigende Flamme. Vielleicht braucht man es ja mal. Gut. Let's hope the best. Ja, eigentlich müssen wir mal das Companion aufschlagen. So, wir bringen noch Jena das Ding. Auf alle Fälle. Ah, wir müssen davor erst zu Groost. Denn Groost ist... Achso, halt, wir schauen noch mal ganz kurz. Das ist Quetsch. Nee. Kann man verkaufen. Bei Groost. What troubles you bring now? Ich sag mal so, Hauptsache wir verkaufen unsere goldene Hand nicht. Ah, die Hälfte. Die Hälfte haben wir hier gelassen. Wirklich, das hab ich alles vergessen. Na gut. So, auf Wiedersehen. Denn hier ein Schleif. Ja, mit den Schleifsteinen werden wir uns auf alle Fälle noch auseinandersetzen, denn die können, glaube ich, ganz schön verbessern. Aber wie gesagt, das machen wir in einer extra Runde. Gut. Was ist das hier? Eine Portalrolle. Okay. Machen wir noch hier auffüllen. Und den Rest der Portalrolle. Ja, ist im Grunde egal. Können wir hier unten hinlegen. Brauchen wir nicht mit rumzuschleppen. Gut. Haben wir alles? Dann kommen wir zu Jena hin und schauen, was er zu sagen hat noch. Das wird mich noch interessieren. That's it. You are dream tender. My new name for you. Badness is everywhere around us. You bring us something good. Now, I promise to share. Let us awaken the spirit. Bring even more good into this life. Ach. Ach, jetzt plötzlich sind wir wieder die Guten. Wir waren doch gerade noch die ganz Bösen. So, gewährt ein... Oh, sehr schön. Gerne. Eine passive Fähigkeit. Konnten wir bei ihr... Ich glaube schon. Ich will es nur mal schauen. Wir brauchen es jetzt nicht unbedingt. Nee. Boah, das ist... Echt ein bisschen unübersichtlich. Ich hätte schwören können, dass wir bei... Wir gehen natürlich noch ins... bevor wir das Ganze der hier beenden, gehen wir natürlich davor noch ins Mond... Das könnten wir eigentlich beim nächsten Mal machen. In die Menagerie. Gehen wir das nächste Mal rein. Würde mich mal interessieren. Ja, das ist... Da muss man studiert haben dafür. Solange das so funktioniert, ist alles gut. So, was machen wir? Durch Rechtsklick erhältst du einen passiven Fertigkeitspunkt. Danke. Schön. So, dann investieren wir den gleich. Natürlich, ist ja logisch, in unsere Feuerbrunst. Entweder Multiplikator oder nochmal erhöht oder halt regeneriert das Leben, mache ich gerne. Sehr gerne. Ja, es war ein Versuch wert. So, dann war es das. Ne? Dann haben wir eigentlich schon alles erledigt fürs nächste Mal. Können wir gleich loslegen. Seht ihr? Neue Schuhe. Greetings, Survivor. Greetings.
Ja, wir gehen tatsächlich in die Menagerie das nächste Mal. Alles gut. Ja, der wird schon noch. Das wird. Der kommt schon. Ich finde es gut, dass es nicht gleich, dass er nicht gleich in strahlender Rüstung der steht. Ich sag ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.